Bewegung. Schreitet. Und wenn sie diesen Punkt haben, lasse ich sie erstmal zurückkommen. Dann müssten sie sogar schon fast durch sein. Jetzt, wo haben wir Renier? Der ist da. Heilen. Und nochmal einen Baum. Und, ja, okay, das reicht erstmal. Dann kriegen die Bogenschützen auch neue Wegpunkte von mir. Macht schon! Los! Berittene Bogenschützen vorwärts! Wir müssen halt auch nur aufpassen, dass die nicht in irgendein Gefecht geraten. So! Schauen wir doch mal, ob wir mit diesem Enklabosser hier auch mal jetzt fertig werden. Damit wir ein bisschen auch vielleicht noch weiter ins Tal reinkommen und die auf einen Engpass hindrücken. Boah, das war ja cool. Ich habe noch nie gesehen, dass diese Schockwelle, die Renier da losschicken kann, dafür sorgen kann, dass Enklabosser am Stück zerplatzen. Also ich meine jetzt nicht die Feuerschockwelle, sondern die physikalische, die physische Schockwelle da. Psy-Schockwelle oder sowas. Benutzt die Macht. Okay, wir haben hier eine nächste Enklabosser-Einheit vor uns. Irgendwie passt dieser Spruch mit dem ins Loch zurückkriechen von Renier wie die Faust aufs Auge hier. Ganz einfach halt auch, weil die Enklabosser ja ursprünglich, beziehungsweise der Enklabosser-Gott ja auch aus der Versenkung kam, aus einem Loch quasi. Deswegen passt es ja. So, wir schauen kurz, was die Ork-Reiter machen. Die sind jetzt eigentlich beim Hauptabschnitt, wo sie eigentlich einen Großteil noch finden müssten. Wir können nicht heilen. Okay, ich muss mal Renier gerade löschen. Löschen, hat mir jemand Wasser dabei? So, wir heilen hier rein. Und setzen neue Wegpunkte. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze irgendwie auch zu überstehen. So. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mit denen nicht auch so jetzt hier fertig werde. Und dann haben wir es doch vielleicht schon gleich gepackt. Ich hätte jetzt gedacht, die Mission wird irgendwie langwieriger. Aber gut, ich habe diese Strategie mit den Orks herumreiten auch eher seltener verwendet. Müssen wir mal ganz kurz auf der Karte gucken, wo die sich jetzt herumtreiben. Da oben irgendwo. Ja, hier im Mittelstück müsste eigentlich aber noch ein Drachenklapp sein. Deswegen geben wir denen schon neue Wegpunkte. Hier müsste noch was sein, schätze ich. Und hier war, glaube ich, auch noch was. Wenn sie die haben, dann schauen wir mal weiter. So, jetzt schauen wir erstmal, was hier abgeht. Weil ich erinnere mich auch an eine Version dieser Mission. Da habe ich fast wirklich 2 Stunden dran gesessen, weil ich immer nur versucht habe, Meter und Meter und Meter und Meter weiterzukommen. Deswegen habe ich es irgendwie schon ein bisschen bereut, diese LPR zu fangen, aber bei dieser Strategie geht es irgendwie doch. Und Reniers Kampagne ist halt so schwer. Da muss man am Stück bleiben, am Ball bleiben. Und kann nicht so eine große Pause machen, wie ich anfangs mit diesem LP gemacht habe. Weil der Einstieg ist viel zu schwer dann wieder. Schätzungsweise haben wir dieses Bataillon gleich beseitigt, aber da kommen schon die nächsten heran. Weil die Spaß brauchen. Habt ihr Spaß? So. Die Problematik hier eigentlich, die sich hier nur ergibt, sind eigentlich die ganzen Enklabosser-Spuckeinheiten. Weil die halt dafür sorgen, dass ich nicht so gut hier vom Fleck komme. Wenn ich jetzt mal hier rein schlage. Oh, meine Elfen sind stehen geblieben. Das war natürlich nicht gut. So, ein Grab fehlt nur noch. Dann haben wir's. Oh, das war nicht gut. Ich muss hier mal heilen jetzt gleich. Erst einmal brennt hier. Und seht es euch an, wie viele Enklabosser hier herumlungern. So, jetzt können wir nicht heilen. Verdammt! Ich mach den Renier mal aus. So, jetzt. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Ich hab den Überblick verloren. Hier sind so viele Striche, so viele Punkte, so viele Linien. Ist ja schlimmer als bei einer Kunstakademie oder so. Ist so schön. Von abstrakte Kunst oder so. Alles durcheinander geraten.
Lass mal schauen. So müsste es gehen. So! Gleich ist die Schosche hier fertig. Hoffe ich. Schauen wir mal nach, was die Orgreiter machen. Wo die sich gerade befinden. Okay. Die müssten hier eigentlich jetzt gleich die letzte Drachenkraft finden. So! Wir kommen hier immer noch nicht weg, wie ihr seht. Wir sind richtig in ein Gefecht verwickelt mit den Enklavossa. Deswegen Fire! Das heißt ja Kingdom of the Fire. Haha, got it. Sieht sowieso passend aus, irgendwie, wie die Orks hier mit so einem Metzgerbeil herumspringen. Typisch Orks, immer nur Fleisch im Kopf. So, neuer Weg. Berittene Bogenschützen vorwärts! Macht schon! Los! Und dann haben wir es gleich. Ja, ja. So! Na? Wird das was mit diesem Bataillon? Oh hey, ich hätte nicht gedacht, dass wir es mal hier herausschaffen. Dann können wir uns ja auch um die nächsten Truppen kümmern, die da warten. Was jetzt? Wir sind die Elite der Hochelfen. So! Dann kriegen die Dunkelelfen von mir jetzt einen neuen Wegpunkt gesetzt. Nein! Nicht dahin schießen, ihr sollt reiten. Berittene Bogenschützen vorwärts! Macht schon! Los! Berittene Bogenschützen vorwärts! Schießt sie über den Haufen! Warum bleiben die denn immer stehen und sollen schießen? Ach, egal. Muss ich mich halt ein bisschen beeilen, die hier auszuschalten. Ich habe jetzt keinen Nerv, die ganze Zeit immer hin und her zu springen und die Wegpunkte neu zu setzen. Zumal ich dann darauf so fokussiert bin, dass ich teilweise manchmal das Kommentieren schon wieder vergessen würde. Aber das wollen wir ja nicht machen. Ich will ja immerhin durchkommentieren hier. Das ist ja ein LP, das ist ja kein Walk. Glitchy die Glitch. Okay. Herrlich manchmal diese Gaming-Glitches. Aber ich schaffe sowieso, ich finde in jedem Spiel einen Glitch. Ich bin irgendein... Ein Spiel, egal aus welcher Ära, ich bin der Erste, der es schafft, innerhalb der ersten 10 Minuten das zu zerglitschen. Oh! Meine Orks sind in den Nahkampf geraten, das wollen wir nicht. Dann durchforstet ihr mal dieses Gebiet nochmal genau. Und wenn ihr da fertig seid, reitet ihr hier alles ab. Und dann schauen wir, was wir machen. So, jetzt muss ich aber mal dazu sehen, dass ich Renier da rausheilen kann, weil das gefällt mir gerade gar nicht. Okay, ich muss erstmal wieder Wegpunkte setzen. Aber auch, ja, Renier heilt sich, ja. Sonst komme ich hier nicht raus. Und ausgerechnet jetzt habe ich... Aufnahmeprobleme? Nee, doch nicht. Okay. Hoffentlich leckt es jetzt nicht so sehr. Aber wenn es ein bisschen passiert. Es ist schon viel passiert hier für meinen Grabber. Nee, wartet mal ganz kurz. Dieses Leid kann man sich nicht antun. So, ich musste nochmal was an den Einstellungen verändern. Und schon können wir besser aufnehmen, oder? Ja. Gut. Wir beschäftigen weiterhin die Enklavossa. Und ich muss eigentlich. Okay, nochmal ganz kurz hier gucken. Was die Orkreiter treiben. Oh! Dunkelelfen da raus, bitte. Kommt schon, ich hasse es immer, mit dem Rückzug machen zu müssen, weil die brauchen manchmal so lange, um da rauszukommen. Okay, wir sind aber rausgekommen, so wie es den Anschein hat. Jetzt heilen wir Renier. Und kriegen Wegpunkte. Halt, das ist weiter. Ah, wir haben's Drachenkraft gefunden. In your face, Game. Ja, ja. Wir haben sie alle gefunden. Wir kehren zurück, sobald der Skelettdrache beschworen wurde. Wir ziehen uns zurück. Vermeidet direkten Feindkontakt und schützt den Skelettdrachen. Denn er kann nicht unbegrenzt viele Treffer einstecken. Okay, wir flüchten. Hoffentlich schaffen wir das auch richtig. Mit Renier muss ich nur da rauskommen.
Und da der aber gerade irgendwie da nicht raus will. Entschuldigung, muss ich da mal schnell reinheilen. Und so wie wir die beseitigt haben, können wir abhauen. Wo ist denn hier hin? Okay. Okay. Ich sehe Renier hier nicht auf der Minimap. Wo ist denn der? Schade. Der ist schon da oben. Okay. Wenn mir jetzt Renier sterben sollte, kriege ich die Krise. Heilt die doch mal. Okay. Wir haben ihn geheilt. Berittene Bogenschützen vorwärts. Jetzt versuchen wir dann nur rauszukommen. Ja, ja. Vorwärts. Okay. Die Reiter kann ich da schneller rausziehen als Renier, glaube ich. Und wir hauen jetzt auch ab. Die Bogenschützen könnten nochmal den Drachen heilen. Das wäre nämlich von Vorteil, wenn der Heilung abkriegt. Okay. Und wir hauen ab. So, Mission ist erfüllt. Und erstaunlicherweise nicht so viel Verluste, wie ich es beim ersten Mal durchspielen hatte. Ja klar, der Skelettkrach hat jetzt keine Kills gemacht. Ich wollte den ein bisschen vor Leid bewahren. Wenn man so will. Und wir gehen zurück nach Kalishir. Das war nämlich auch das vorletzte Kapitel, Leute. Und hier ist unser letzter Stützpunkt. Um alles vorzubereiten. Die Menschen sind hier, Fürst. Gut gemacht, Reinhard. Bringt mir ihren Anführer. So, diese Anführerbesprechung-Sache, wie ihr immer ihr es nennen wollt, machen wir in der nächsten Folge, dem Finale von Let's Play Kingdom Under Fire The Crusaders. Das ist bitte das allerletzte Kapitel sein. Vielleicht auch mehrfach gespielt, aber das ist dann endgültig das Finale dieses LPs. Ich sage zum letzten Mal für dieses LP. Bis dann, Leute!